herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Escape from Tarkov in der Ultimate Singleplayer Season Nummer 3. Ich werde diese MP9 hier mal ganz gepflegt reparieren, fällt mir gerade auf. Die Kohle sollten wir investieren. Wir haben die Optik ausgetauscht, wir haben sogar einen Laserpointer und eine Taschenlampe dran, sehe ich gerade. Dann brauchen wir die Taschenlampe unbedingt. Ich glaube nicht. Wir können sie auch erstmal abnehmen, ich glaube. Was bringt das genau? Ein bisschen Ergo dazu, aber jetzt nicht allzu viel. So, so gehen wir rein. So sehen wir zu, dass wir ein bisschen was rausholen aus der ganzen Nummer. Und bin ich noch verletzt? Ja, ich bin sogar noch verletzt. Das wollen wir schnell abstellen an der Stelle. So, und dann würde ich sagen, gibt es einen kleinen Schnitt für euch und wir sehen uns in der Fabrik. Und auf! Lasst uns schnell hochrennen. Wir schauen noch mal eben, wie weit wir von unserer Aufgabe entfernt sind. Die Ausbeute war überhaupt nicht gut. Ja, zwei Abschüsse, ne? Wir haben das Aufmischen noch nicht fertiggestellt, aber es macht nichts. Es tut uns jetzt auch nicht weh. Wir wenigstens die zwei Abschüsse noch bekommen. Zigaretten, sehr schön. Ach, den habe ich jetzt gerade nicht erwischt. Okay. Das sieht mir nicht so aus, als wenn einer da wäre. Wir können noch mal, wir können hier runter. Hier schon? Ich glaube nicht. Aber hier ist auch nichts los. Schalldämpfer nochmal. Vielleicht was Kleines zu trinken oder zu essen, das wäre toll. Nein, aber hier. War es einer? Nein. So.
So, dann ziehen wir uns die Makrele mal rein. Was trinken müssen wir auch noch. Teemunition haben wir bereits. Oh ja, das war einer. Sehr schön. Trotzdem möchte ich erst was trinken. Wow. Das war uncool, Diggi. Weiß nicht, ob ich hier sitze, Diggi. 20 Kilo, das müsste eigentlich gehen. Da ist er. So. Oh Mann.
herrlich. Ja, so geht's dann auch, ne? Oh Mann. Ich glaube, das wäre er gewesen. Das wäre der eine gewesen. Ultraschall SX. Es war auch eine MP5, glaube ich. Oder ein MP9. Eins von beiden. Aber wir haben ja noch eine. Und wir haben unsere Ausrüstung noch. Also von daher. Alles gut, wir gehen rein. Geben unser Bestes. Es geht hier rein um die Abschlüsse. Ich will kein Loot. Also Loot draußen ist schön. Aber das ist nicht das Ziel. Zumindest in dieser Instanz. So, dann hätten wir es. Zack, der kann da drauf. Ausklappen. Reparieren wir das Ganze noch? Ja, ich denke, ne? Das bleibt schon in Ordnung. Das können wir reparieren. Oh, wir haben hier noch Clock-Munition. Nehmen wir hier, nehmen wir mit. Passt soweit, kann hier mit rein. Und genau, so sieht's aus. Wir nehmen S-March mit 4. Wir haben den Fabrikschlüssel, wir haben das, wir haben... Ich kann noch den Vaseline mit reinpacken, oder? Ich glaube, so sieht es ganz gut aus eigentlich. Ich denke schon. Rüstung haben wir. Wir haben das. Passt. Nur noch eben kurz heilen. Und ja, Leute. Ich würde sagen, lasst uns rein. Kurzer Schnitt. Und dann das nächste Mal Fabrik. Bis gleich. Los geht's. Wo bin ich denn eigentlich? Gottes Willen. Ah. Da ist Summer. Sehr schön. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Wow. Geht los hier. Ich denke, sie werden kommen. Wir brauchen auch nur noch einen einzigen. Ja, ein Abschuss, Leute. Nein, das war er nicht. Doch. Oh, das zählt nicht? Unglaublich. Da hätte ich mal mit gerechnet. Ja, sehr schön. Oh, wow. Falsche Munitionsart, ich dreh durch. Nein. So. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Weg. Den darüber. Den darüber. Den darüber. Den darüber. Suchen. Den hier rein. Den sowieso weg. Den hier rüber. Oh Gott. Geht nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Komplett aufsetzen. Sehr schön. Ich habe die falsche Munitionsart. Das ist nicht gut.
Hammer Ace brauchen wir auch. Mit Sticker. Oh mein Gott, jetzt geht's aber los hier, was? Durcheinander. Was machen wir denn jetzt? Fucking Ruskies! Wo ist es? Da. Wow. Tatsache, falsche Munitionsart. Das ist nicht gut. Weniger als die Hälfte, okay. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Ich wollte eigentlich Folgendes machen. Ich wollte das mal überprüfen, weil ich glaube... Das ist eine Doppeloptik. Schauen wir mal durch. Ja, passt schon. Okay. Ist das? Wir sind raus, Leute. Alles gut. Ich gehe. Einfach erstmal raus. Oh, hier war offen. Den musste man nicht aufschließen. Den musste man nicht aufschließen. Das war cool. Sehr schön. Haha. Perfekt. Ich glaube, es ist ganz gut geworden. Ganz cool. Und damit haben wir die Quest erledigt, Leute. Das ist perfekt gewesen. Bisschen was mit rausgenommen und wir schauen mal, was als nächstes kommt. So, dann schauen wir doch mal. Alle und entladen und ja, genau, richtig. So, alle. klappen wir mal einklappen. Das ist okay. Entladen. Was haben wir da denn für Munition? Okay. Die nehmen wir mal mit. Zack, entladen. Pistolenkoffer. Die auch nochmal entladen. Das ist die gleiche. Magazinkoffer. Dann haben wir die Beretta. Entladen. Oh, sehr gut. Entladen.
Aden. Gottes Willen. Verkehrt. Muss hier mit rein. So, Pistolenkoffer. Oh, ist der voll? Der ist voll. Oh. Der ist voll. Dann packen wir die mal raus. Ich glaube, ich hätte ganz gerne. So, und die MP7. Wir haben hier noch ein Magazin für die MP7. Das ist ein 40er. Für die MP9 nicht. Für die UMP ist auch nochmal ein 40er. Okay, dann würde ich sagen, gehen die weg, genauso wie das da weggeht. Außer den Luger. Das geht weg. Die Magazine gehen weg. So. Die Magazine gehen weg, aber die Waffe, die soll nicht weg. Wo die jetzt hinpacken, ja, das ist die Frage. Irgendwo muss noch Platz sein. Irgendwo sollte noch Platz sein. Wisst ihr was? Das werden wir nicht verwenden hier, die Nummer. So, dann geht das da rein, das geht da rein, das geht da rein. Da kümmern wir uns gleich drum. Dann haben wir genügend Material hier noch. Was hier noch rein kann. Streichhölzer, G-Phone. G-Phone, ja, kann auch mit rein. 114, das haben wir. Das haben wir. Entladen. Muss auch hier oben hin. So. Geht da mit rein. Geht da mit rein. Geht nicht mehr mit rein. Also verkaufen. Dann haben wir den Roller. Wir haben den hier. Wir haben das hier. Verkaufen, 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 verkaufen. Doctec. So, geht damit rein, geht damit rein. Marlboro ist ein Handelsgut. Damit handelst du gut. entladen, entladen. Mit reinpacken. Und was haben wir denn hier, was wir vielleicht mal wegpacken können? Ich glaube, damit habe ich schon lange nicht mehr gearbeitet. Also können die 5-7s dann auch hier mit rein. Ich denke schon. Und das kann weg. Bei Mechanic können wir die schlechte Angewohnheit-Geschichte übergeben. Das machen wir so nebenbei, wenn wir das mal so nehmen wollen. Dann haben wir Aufmischen fertig. Das ist sehr, sehr schön. Goldene Beute. Mhm. Und ich würde sagen, wir verkaufen jetzt erst nochmal. Jäger nimmt auch etwas. Ja, Para, sehr schön. Therapist. Die ganzen anderen. Das ganze andere Gedöns. Und du kannst dann die Max nehmen, würde ich sagen. So. Das sieht doch erstmal gut aus. Dann haben wir das hier überschüssige quasi. Den Fabrikschlüssel, der kann da mit rein. Das kann hier wieder mit hin. Ja, was hiermit machen? Das ist T-Munition. Eigentlich ist sie total. Eigentlich ist das useless. Das ist eigentlich komplett useless und da hätte ich vielleicht noch die Optiken, die ich ganz cool finden würde. Wir haben lange, dass wir haben das schon, wir haben das PSO ewig nicht, wir haben das nicht. Schalldämpfer brauchen wir nicht. UMP-Schalldämpfer will ich nochmal behalten. Prüfen. Das kann da ab, das kann da ab, das kann da ab. Eigentlich ist die ziemlich cool, ne? Eigentlich ist die ziemlich cool. Die kann man nicht mehr einklappen. Nein, kein Platz, Leute. Wir haben keinen Platz dafür. Die geht weg. Fertig, bringt ein bisschen Kohle. Läuft bei uns. So, jetzt haben wir noch Zeit. Richtig? Jäger. Aufgabe. Überlebenskünstler. Abschließen. Sehr schön. So, was ist die Trophäe? Eliminiere Reshala. Okay, das wäre dann auf Customs. Dann haben wir, finde das Lebensmittellager auf Reserve, glaube ich. Und wir haben hier töte 30 Scavs in Tarkov. Okay, das ist so eine Nebenbei-Mission quasi. Würde auch noch was bringen.
Wir haben eliminiert 3 Scavs in den Wäldern innerhalb eines Raids ohne Medizin zu benutzen. Ja, klingt gut. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das. Wir nehmen die Wälder, gehen einmal durch, weil wir sind jetzt bei 17, das wäre dann auch nochmal 0,2. Durch 30 Scavs in Tarkov. Das ist auch recht schnell gemacht. Also wir können das machen, leveln dabei noch, ich glaube, wer war das Prepper? Lasst uns noch ganz kurz mal schauen. Picknickschießerei, 15 Scavs auf Wälder. Und genau, wir leveln quasi beide Sachen hier für Jäger. Schlussendlich muss man so sehen. Okay, ich würde sagen, wir gucken noch mal ganz kurz, was wir denn von Jäger bekommen haben. Ah, eine ganz viele Sachen, natürlich. So, Schlauch, Zange, Werkzeugtool, Elite-Plier, Schlauch und Kohle natürlich. Nehmen wir natürlich mit. So, das akzeptieren wir. Dann haben wir, glaube ich, bei Jäger, irgendwo haben wir noch, da haben wir noch bei Skier den Tri-Zip. Ja, akzeptieren wir erstmal. Kann ich wahrscheinlich eh nicht gebrauchen. Skier? Das war bei Skier, Entschuldigung. Okay. Wie ist der weitere Verlauf? Ich werde das hier mal rüberpacken, der MBS und dieser hier. Der geht erstmal dahin. So, dann haben wir den hier, dann haben wir das da, dann haben wir das da. So, wir haben den Comtech, der kann da erstmal mit hin. Die beiden Sachen da oben hin und das ist die Ersatzmunition, die ich eigentlich mitnehmen möchte. Machen wir da rein. Dann haben wir noch einen normalen Verband, wir haben den S-March und wir haben noch eine Schiene. So, 4, 5, 6, 7. Bleibt erstmal so, ist der Factory Keys damit drin, aber den bräuchten wir rein theoretisch für Woods nicht. Für Woods brauchen wir davon gar nichts. Schlussendlich, es sei denn, wir haben den ZB und den haben wir nicht, aber wir können uns den holen. Wir können uns den holen. Lasst uns da nochmal schnell reingucken. Und zwar Schlüssel. Wo bist du denn? Schlüssel, Mechanical Bühne. So ZB ist das, glaube ich, ne? Schlüssel für Kette des Keyboard. Da ist er doch. ZB 114. Den besorgen wir uns natürlich. Ist er das auch wirklich? Ja, das ist er auch. Und das wäre nochmal so eine Exit, so ein Exit Point. Die Frage ist, gehen wir mit der HK rein? Gehen wir mit der HK rein? Versuchen wir da die Scavs auszuschalten? Oder. Ja, das ist halt die Frage. Nochmal kurz. Okay, wir dürfen keine Medizin verwenden. Also 3 Scavs, keine Medizin. Das ist wichtig. Ich würde sagen, wir gehen einfach so rein. Schauen wir, dass wir das hier nochmal repariert bekommen. Jawohl, sehr schön. Wir gehen einfach so rein und schauen mal, was wir davon alles mitnehmen können. Genau. Kann ich hier. Lass uns noch mal kurz gucken. Ich glaube, der hatte einen echt extrem harten Rückstoß. Den runternehme. Warum konnte ich da eben. Achso, ich konnte den Schalldämpfer da nicht draufpacken. Alles klar.
Ich will das eigentlich tun. So, schauen wir mal ganz kurz. Ich glaube, den haben wir nicht. Teil kaufen. Ja. Kaufen. Ja. Zurück. Zusammenbauen, bitte. Ja. So, den haben wir jetzt zusammengebaut. Das bringt uns ein bisschen mehr von dem Rückstoß oder ein bisschen weniger von dem Rückstoß, um die Hälfte reduziert quasi. Okay, ich würde sagen, so gehen wir rein, Leute, oder? Das sieht gut aus. Sind wir gesund? Ja, wir sind gesund. 3 Scavs ohne Medizin. Na, und ich würde sagen, kleiner Schnitt für euch. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir zurück. Wir sind genau bei ZB 14. Da sind wir genau gelandet, liebe Leute. Schauen wir gleich mal nach unten. Theoretisch wäre das ein Exit, aber er ist bei uns nicht aufgeführt. Wir können ja trotzdem mal hinschauen, ne? So. Sperr das Ganze doch nochmal eben, bitte. Nicht rein. Es passt nicht rein, von daher ist es egal, wo ich es trage. Genau. So sieht's aus. Was zum Teufel? 9x39, was ist das denn für Munition? Boah, nicht schlecht. Wo ist er hin? Ich habe ihn auch gesehen. Komm, geh, lauf. Boah. Wow, okay, heilige. Verdammt doch mal. Irgendwas habe ich abgeschlossen. Oder ist etwas ausgelaufen? Also Scavs waren es zumindest nicht. Oh Junge.
Ich glaube, den Kampf, den könnte man verlieren. Rippelt einer lang. Ihn gesehen, 100 pro. Der ist auch noch da. Keine Granaten und nichts mit, ne? Wow, okay. Hui, UMP, sehr schön. Schauen wir mal, was er im Beet da drin hat. Medizin wäre auch toll. Sechs, sieben. Ansonsten leider nichts. Vorne lag auch einer. Ob der irgendeiner Form Medizin dabei hat. Keine Medizin, okay. Oh, Bartöl, das ist gut. Alter Verwalter. Okay. Das war Mascha. Unglaublich. Ja, was machen wir denn nun? Drei USECs, also komplett in so ein USEC-Camp gelaufen. Tja, ist so wie es ist, ne? Schade. Den hätte ich gerne auseinandergenommen. Warum ist die Quest eigentlich nicht mit PMCs? Ja, ist halt so, ist halt so. So, okay. Nun,
Wisst ihr was, eigentlich habe ich da eine Idee. Wir verkaufen das Ding hier nochmal eben. Genau. So, und wir könnten jetzt uns eine Waffe modden. Das könnten wir jetzt nochmal machen. Wir schauen nochmal eben rein, was wir so haben. Die AK-102, nee, dafür haben wir kein Preset gemacht. Oder ich habe zumindest kein Preset gemacht. Nein, dafür auch nicht. Das ist alles Factory-Krams. Die will ich auch nicht gerade dafür verwenden. Wisst ihr, was wir machen? Wir holen uns jetzt eine M4. Wir holen uns jetzt eine M4 und da haben wir ein Preset. Und ich will uns nochmal schön mit der M4 ausrüsten und ganz gern eigentlich nochmal auf Woods gehen. Oder nein, wir machen es anders, Leute. In der nächsten Folge, definitiv, holen wir uns eine M4. Schauen, dass wir mit der M4 vielleicht ein bisschen mehr Erfolg haben. Das ist der Plan. Genauso sieht es aus. Und in diesem Falle möchte ich nochmal Folgendes machen. Ich möchte ganz gerne nochmal mit der MP7, wo ist sie denn? Da haben wir sie hingepackt. Genau, mit dieser hier möchte ich ganz gerne nochmal auf ausklappen. Entladen. Da möchte ich ganz gerne mal Factory gehen. Wir haben ja 40er Max drin. Zack. Und eine sollte auf jeden Fall auch noch da sein. Irgendwo da zum Beispiel. So. Fertig. Munition laden. Da haben wir nur diese. Entladen. Was ist das für ein Kaliber? 4,6, 30 mm. Munition. Patronen. 4,6, 30 mm. Action. Ultraschall. Dafür gibt es nichts. Da gibt es was. Und die ist auf jeden Fall billiger. Ne, wir kaufen da nochmal was. Ja, alle. Zack. Und auch hier alle. Zack. So. Genau. Vierzehn bleiben übrig. Aha, okay. So, das ist der Factory Key. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen einmal unseren Factory Key. Den hier. Wir brauchen nicht diese Munition. Von daher kann das da rein. Wir haben noch ein bisschen Medizin übrig. Zack, das kommt damit hin. Und wir haben ein S-March. Das sollte an der Stelle aber erstmal auch reichen. Mehr will ich da gar nicht machen. Zack, das geht da rein. Das haben wir hier. Wir haben den MBBS. Wir haben noch, komm, wir holen noch mal, was haben wir gesagt, 14, 26, ne? Ein Magazin sozusagen dazu. Genau. Genau. So machen wir es. So, einmal heilen, komplett. Oh, das hat nicht ausgereicht. Alles heilen. Und, aber wisst ihr was, wir können das mitnehmen. Wir können das mitnehmen. Lassen wir das zu Hause hier nochmal 4, 5. Das sollte erstmal ausreichen. Und dann nutzen wir die letzten Viertelstunde, 20 Minuten, um hier noch ein bisschen was rauszuholen. Und dann sehen wir uns quasi, dann sehen wir weiter, wie es in der nächsten Folge läuft. So, für euch ein kleiner Schnitt und dann geht es hier gleich weiter. Und da sind wir zurück. Sehr schön. Vollautomatik. Wir gehen gleich nach oben. Drin.
конец тебе. Давай! Гнида! Хуяр, медведи! Не, блядь, жри, сука! Давай, мочи! Блядь, дерзай, сними! Семи берцов! Вижу врага! Да вот, вот! Я сюда приехал, а? Воу! Wow. Nicer Fight. Das war cool. Erstmal das Wichtigste. Schlüssel. So, hier war nichts mehr. Das ist okay. Gucken mal, was der vorne beim Stapler gehabt hat. Daypack. Oh, yo. Oha, oha, zurück, 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 überlegen, das da rein.
mitnehmen. Einpacken. Ist nicht dein Ernst. Leute, was ist hier los? Echt unglaublich. Meine Güte. Ja, das muss man auch mal mitgemacht haben. Ne? So, 3 Scavs haben wir rein theoretisch. Rein theoretisch. So, was hat der RIP? Ja, alles klar. Der hat... Das muss auch ein MP5, MP7, MP9 gewesen sein. MP9 glaube ich dann eher. Und dann mit RIP, da hatten wir so gut wie keine Chance. Und das war echt ärgerlich. Tja. Macht nichts. Wir checken nochmal eben schnell, ob wir die 3 Abschüsse bekommen haben. Das würde mich jetzt echt nochmal interessieren. Ja, Tatsache. Wir haben die 3 Abschüsse bekommen. Wann habe ich denn... Ach so, ich hatte... Alles klar. Ich hatte da... Klar, die starten wir neu. Ich hatte da... Ja, klar, ich hatte Medizin verwendet, aber es waren ja auch Usex, also von daher ist das alles ziemlich easy. Okay, super. Perfekt. Liebe Leute, was soll ich sagen? Wir haben ein bisschen aufgeräumt, das ist ganz cool so. Und... wir schauen mal, wir schauen mal. Nächste Folge, denke ich dann, die MP, oh, da ist man mit Ruhm, ein paar Ruhm mit rüber gekommen, denke ich dran hinsichtlich der M4. Oder schauen wir mal weiter. Trotz allem, die Folge ist an der Stelle zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da, gerne noch ein Abo und schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao.